Ahoi, ahoi, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Theme Hospital. So, dann lesen wir direkt mal vor. Dieses Mal befindet sich Ihr Krankenhaus in einem wohlhabenden Viertel. Der Gesundheitsminister schaut Ihnen über die Schulter und achtet darauf, ob Sie auch genügend Profit machen. Zu Anfang müssen Sie sich wieder um einen guten Ruf bemühen, aber wenn die Klinik erstmal richtig läuft, müssen Sie so viel Geld scheffeln wie eben möglich. Es besteht die Möglichkeit, dass Notfälle eintreffen. Das ist der Fall, wenn zur gleichen Zeit viele Leute mit derselben Krankheit erscheinen. Behandeln Sie sie innerhalb eines bestimmten Zeitlimits, dann wird sich Ihr Ruf verbessern und Sie bekommen einen dicken Bonus. Krankheiten wie die Schmalzstimme können auftreten und Sie sollten Geld für den Bau eines OPs mit einer dazugehörigen Station einplanen. Verdienen Sie 20.000 D-Mark, um den Level zu schaffen. Ja, liebe Leute, da gibt es noch D-Mark. So, erstmal wieder Tempo drosseln. Wir haben hier am Anfang doch ein relativ großes Feld mit relativ viel Platz. Ja, fangen wir mal an mit der Allgemeinmedizin. Moment, ich gucke mal, wie viele Felder wir haben. 1, 2, 3. Ah, den Raum mache ich doch ein bisschen kleiner. Dann passt nämlich da hinten noch eine allgemeine Diagnose hin, zum Beispiel. So. Zack, zack. Und du setzt dich mal dahin. Wieder mal die übliche obligatorische Dekoration. Kommt neben die Tür und da der Mülleimer. Zack. So, nächster Raum. Allgemeine Diagnose. Ah, nee, die muss, glaube ich, größer sein. Ja, Mist. Okay, dann machen wir da was anderes hin. Dann würde ich sagen, machen wir da doch einfach die Pharmatik hin. Die braucht nicht viel Platz. So, einfach damit wir eine gerade Linie haben. Zack. Natürlich wieder die Habseligkeiten, die so ein Patientenzimmer braucht, also ein Behandlungszimmer. So, Station. Ich habe gerade so eine Idee. Ich muss mal gucken, ob das räumlich irgendwie sich umsetzen lässt. Ah, nicht schön. Kann ich die kleiner machen? Nee. Doch, so. Ja, so finde ich das gut. Dann mache ich hier nämlich gleich die Anmeldung hin. So, da der Eingang. Zack. Jetzt passen natürlich nicht so viele Betten rein. Aber ich denke mal von. Ich versuche mal. Ich gucke mal, ob drei passen. Also da muss ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen eng bauen, aber. Nee, Moment. Versuchen wir es anders. Haha, geht doch. So. Hier die Heizung schön mittig, damit alle drankommen. Ja, die Blumen packen wir mal dahin, damit auch der Handlanger da dran kommt. Der Rest ist nicht so wichtig. So, Rezeption. Ich mache erstmal nur die Rezeption, damit wir mal. So, hier können sie jetzt auch definitiv drumherum laufen. Sekretärin haben wir nur eine zur Auswahl. Ach, die können wir schon einstellen. Die Zeit läuft ja eh so langsam, das ist ja wurscht. So, jetzt haben wir. Jetzt brauchen wir hier noch die Diagnose und die Psychiatrie. Dann haben wir die Räume abgedeckt. Verrückte Patienten werden gebeten, sich ruhig zu verhalten. So, dann noch die Psychiatrie. Nee, ich mach die kleiner, weil ich brauche den Platz. Na komm, jetzt zack, 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 zack. Ich will natürlich gucken, auf die Forschungsabteilung würde ich jetzt im Zweifel sogar erst einmal verzichten. Die will ich dann bauen, wenn ich einen Anbau habe. Aber, muss ich mir gleich nochmal kurz in Ruhe Gedanken zu machen und gucken, wie viel Platz ich hier habe. Also wie viel Platz genau. Heizung, Blume, Mülleimer, zack. Ah, wobei, könnte hier noch hinpassen, aber ich brauche noch ein Personalraum, das darf ich nicht vergessen. Und ich brauche noch Toiletten, die darf ich vor allem nicht vergessen. Ah. Ich muss nur kurz gucken, was die Karte ergibt und was wie viel kostet. Das ist recht günstig. Würde ich das vielleicht schon holen? Ja. Ich muss erstmal kurz noch ein bisschen was gucken. Ich muss kurz gucken, wie groß sie sein muss. Ah, oh, Mist, das wäre zu schön gewesen, wenn ich die hier noch reingequetscht hätte. Passt aber leider nicht wegen der Eingangstür. Gut, sei es drum. Moment, Moment, Moment. Ich habe eine Idee.
kriegen die Toiletten einigermaßen schmal hin. So, ein Fenster sollte reichen. Ich denke mal, wir wollen sowieso nicht, dass denen so viele Leute zugucken. Ja, direkt vors Fenster. Wunderbar, gut, dass das geht. 1, 2, 3, 4. Obwohl, nee, das passt so schön. Wisst ihr was? Das machen wir anders. Wir machen nur zwei Waschbecken. Weil da passt nämlich hier noch Toiletten hin. Sehr gut. Ah, gut, das Waschbecken kann man auch mitten im Raum stellen. Schön. Umso besser. Ja, die Heizung. So, Toiletten hätten wir. Müll wegwerfen verboten. Ja, schon klar. So, dann kriegen wir hier noch mit Sicherheit noch eine Entlüftung reingepusht. Ah, das passt nicht ganz so, wie ich es erhofft habe. Will ich den Raum noch kleiner machen? Bin ich so penibel? Ja, ich bin so penibel. Wir schnibbeln den Raum einmal zurecht. So. Keine Fenster. Nur Toiletten. 1, 2, 3, 4, 6. Waschbecken. 1, 2, 3. Ja, Heizkörper in die Mitte, Feuerlöscher hier hinten. So, dann machen wir noch eine Entlüftungsabteilung. 1, 2, 3, 4. Ja, machen wir nochmal so. Ja, der Raum soll nicht zu klein sein. Komm. Gönnen wir uns den Platz. Ausnahmsweise mal. Zack. Heizkörperpflanze, Mülleimer, alles muss da sein, damit meine Ärzte glücklich und zufrieden sind. Denn ein glücklicher Arzt ist auch ein guter Arzt. Soweit die Theorie. Und ihr wisst ihr was? Ich tausche mal kurz die Pflanze mit dem Mülleimer. Na, komme ich da ran? Nein! Machen wir so. Dann habe ich sowieso nochmal alles da. Zack, Tür. So, der Feuerlöscher sollte hier dran stehen. Heizung sollte hier stehen. Die Pflanze kommt hier vorne hin, einfach aus dem Grund. Ah, Moment, das sieht doof aus. Das gefällt mir jetzt selber nicht. Ich muss einmal kurz hier umdisponieren. Der kommt einen weiter darüber. Nein, ich wollte den Feuerlöscher. Sag mal. So. Hallo, Feuerlöscher? So, habe ich dich. Einen weiter nach rechts. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch einen Personalraum und eine Forschungsabteilung. Ich guck mal kurz. Ne, wisst ihr was? Den Platz hier lasse ich. Ich kaufe mir jetzt tatsächlich direkt schon das nächste Anbauteil. Ich nehme direkt das günstigste, würde ich sagen. Dann baue ich hier nämlich Forschungsabteilung etc. hin. So, machen wir schön groß. Ah, super, passt nicht. Machen wir so. Die Türen. Und direkt einen zweiten Schreibtisch angeschaut. Zwei Heizkörper und den ganzen restlichen Kladderadatsch, den es so braucht. Das passt so nicht. Schade. Ein Schreibtisch, zwei Schreibtische. Ein Aktenschrank, zwei Aktenschränke. Feuerlöscher. Heizung. Noch eine Heizung. Pflanze. Müll. So. Behalte ich mir hier noch ein bisschen Platz für einen gegebenenfalls weiteren Raum oder mache ich jetzt einen überdimensionierten Personalraum? Ne, wisst ihr was? Ich lasse mal den Billardtisch weg, der nimmt nämlich sehr viel Platz und bringt jetzt nicht so furchtbar viel Erholung, deswegen baue ich dafür lieber eine weitere Couch. Moment. Ich hoffe, die kommen da alle noch durch. Machen wir mal kurz. Das geht nicht. Och, Kinders. Ja, wisst ihr, was machen wir? Machen wir doch einfach so. Warum auch nicht? So, Fernseher in die Ecke. Feuerlöscher in diese Ecke. Unterweger werden zum Hinterausgang gebeten. Ich glaube, ich kriege hier die Heizung nicht mehr rein. Nee, wisst ihr was? Eine Couch muss raus. Nein, nicht du. Dich wollte ich nicht. Eine Couch muss aber leider raus. Und zwar, die wird es sein. Schicke da die Heizung hin. Direkt daneben die Pflanze, die wird zwar eingehen, aber das ist mir egal. So, hier lasse ich mir dann noch Platz, falls ich da noch einen weiteren Raum haben will. So, Personal brauchen wir. Einen Forscher stelle ich mir direkt ein. Mit dem anderen. Ah, erstmal mache ich auf. Dann stelle ich schon mal eine Krankenschwester ein. Ach nee, doch. Ich dachte erst, ich hätte keine Pharmatheke.
Ich habe vergessen, ich habe gar keine Bänke und so und Getränkeautomaten. Ah! Da zwei. Nein, hier machen wir. Machen wir es so. Da kommt ein Getränkeautomat hin. Der andere kommt. Ah, da kommen sie wieder nicht durch. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Eine kommt dahin. Ich muss ja ganz kurz wegen der Ärzte schauen. So. Oh, wir haben schon zwei Chirurgen. Sehr gut. Den werde ich mir auf jeden Fall schon mal sichern, weil Chirurgen braucht man, wenn ich mich recht entsinne, zwei für eine Operation. So, jetzt kann ich mich wieder um die Pflanzen kümmern und noch zwei Bänke für die Entlüftung. Eine Pflanze kommt dahin. Da machen wir direkt zwei hin. Es soll ja gut aussehen. Da passt noch eine hin. Noch hier hin. Und eine dahin. Ja, jetzt habe ich hier echt ein bisschen Platz verschenkt. Ärgerlich. Egal, lassen wir so. Genau, Forschung läuft alles ganz normal durch. Was haben wir jetzt noch so? Oh, den werde ich nehmen. Forscher und Psychiater. Und weißt du was? Den packe ich so lange in die Forschungsabteilung, bis ein Patient kommt, der einen Psychiater braucht. Denke ich, eine einigermaßen gute Variante sein. Ich hoffe nur, dass mein Ruf jetzt schnell steigen wird, dass auch schnell Patienten kommen. Was haben wir hier? Knackbacken. Diese Krankheit können sie nicht teilen. Was wollen sie machen? Ich kann ihn nach Hause schicken. Ich kann sagen, dass er warten soll. Oder ich kann ihn in die Forschungsabteilung schicken. Das würde mich forschungstechnisch zwar sehr weit bringen, aber das würde meinen Ruf ruinieren und das kann ich mir gerade am Anfang nicht erlauben. Deswegen, ich schicke ihn einfach lieber nach Hause. Tut mich sorry. So, Knackbacken. Das Ursachen das Zerbeißen von eiswürfelnden Getränken. Symptome, Schmerzen und häufige Besuche auf der Toilette. Therapie, zwei Chirurgen entfernen das Knacken, ohne die Wände der Backen zu berühren. Na, ist das nicht fantastisch? Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. So, was haben wir noch? Durchfall, Essen von Pizza. Ja, das haben wir ja schon gehabt. Bleiben denn meine Patienten? Ich will euch doch alle heilen. Wir können Doktor in die Psychiatrie, bitte. Wollen wir ehrlich die ganze Zeit unseren Forschern zu gucken, wie sie tippen, wie die Berserker? Wollen wir das wirklich? Nein, wollen wir nicht. Nein, kommt der Doktor jetzt in die Psychiatrie? Nein, der läuft nicht selber los. Ah, stimmt, der ist ja Forscher. Das heißt, der muss sich Hände schulen. Egal, ich lasse ihn dann erstmal hier. Bringt mir jetzt zwar nicht so den Nutzen, aber gut, sei es drum. Ich werde mir einen zweiten Chirurgen aber erst später gönnen, wenn ich schon einen OP bauen kann. Kann ich überhaupt schon einen OP bauen? Nee, ne? Nee. Eine Schwester auf die Station, bitte. So, ich stelle jetzt erstmal eine zweite Schwester ein. Das geht so nämlich nicht. Schätzelein, eine Schwester hier. In die Pharmatheke, bitte. Ja, kaum jemand muss stehen. Klar, es ist ja auch kaum jemand da. Aber ich bräuchte noch mehr Handlanger, sehe ich gerade. Hier gehen nämlich die Pflanzen an. Das ist nicht richtig. Ich benutze direkt einen weiteren. Ich würde sagen, ich drehe mal kurz ein bisschen an der Temposchraube. Noch ist ja nichts Dramatisches. Jetzt muss einfach nur der Betrieb erstmal anlaufen. Das dauert ja seine Zeit. Ah, okay, Spitzungreibe ist neu. Saumagen, das hatten wir vorhin schon. So, ich warte mit der Spitzungreibe aber noch ein bisschen, bis der erste Patient kommt, der das hat, weil vorher kostet das ja einfach nur Geld. Die Schlafkrankheit, das hatten wir auch schon. Gut. Umso besser. Oh, oh, oh. Notfall, was haben wir denn? Vier Leute mit heißer Erkältung. Sie brauchen sofortige Aufmerksamkeit. Sie haben bereits die nötige Ausrüstung und Fähigkeiten. Sie haben die Medikamente, die Sie brauchen. Es handelt sich um Heißerkältung und die Effektivität der Medikamente beträgt 95. Sehr gut, den nehme ich. Knackbacken, das Problem haben wir immer noch. Wir schicken ihn wieder nach Hause. So, hier wird gleich der Roffelkopter landen. Ich dreh mal kurz hoch.
Wichtige Durchsage. Patienten mit heißer Erkältung im Anmarsch. So, da kommen sie. Passt eben das Tempo wieder an auf normal. So, ja. Oh, LF Probst, der Dritte. Natürlich laden wir die ein. So, die kommen jetzt alle hier zur Pharmatheke durch. Das sind natürlich die mit den Sirenen oben auf dem Kopf. Schätzelein, ich hoffe, du beeilst dich ein bisschen. Na, trink, trink, trink. Sehr gut, erster für dich. Ja, ich glaube, das soll ich hinkriegen. Es sind ja nur vier zum Glück. Was ist da? Nummer 3. Nein, du hättest dich natürlich nicht direkt hier vorne hinsetzen können. Dass du schnell angekommen bist. Nein, das ist Zeit. Du bist hier nur ein Notfall. Weil wenn die Uhr abläuft und die sind noch nicht geheilt, dann sterben alle, die noch da sind. Das ist dann natürlich extrem ärgerlich und das will ich tun, nicht vermeiden. Und wir sind durch. Wunderbärchen. Ein Düfter, den wir auch fast schenken können erstmal. Weil die erstmal warten können, bis ein Patient da ist. Aber gut, sei es drum, habe ich jetzt da. Thema durch. Fernsehfieber, das hatten wir auch schon. Klicke ich entsprechend weg. Ob wir da schon irgendwie voll sind, hätte mich ehrlich gesagt gewundert. So, die Zeit ist abgelaufen. Und wenn jetzt die Uhr verschwindet, dann würden alle Kids unten, die noch da sind. Aber stattdessen kommt das hier. Von einem maximalen Bonus von 1600 haben sie 1600 bekommen. Von einer möglichen Gesamtzahl von 4 haben sie 4 Leute gerettet. Hurra! Das freut doch. Habe ich auf die Heizung schon hochgedreht? Nein! So, ich muss mal hier den Heizkörper hinstellen. Die Patienten werden gebeten, sich nicht zu oft zu übergeben. So, da kommt der Promi. Ich hab eh noch keinen, den ich da. Ne? Also ich pack dich erstmal wieder in die Forschung. Ich möchte, dass da langsam Gas gegeben wird, damit ich endlich mal einen OP bauen kann. Dann habe ich auch Knackbacken mit Patienten, die ich haben kann. Und andere. Ich glaube, da gibt es auch noch so wie gebrochene Knochen, was dann auch natürlich irgendwie komischer heißt als gebrochene Knochen. Ich guck mal kurz, wie weit wir mit unseren Zielen sind. So. Wir brauchen einen Wert von 80.000, haben 62, wird sich noch geben. 60% müssen wir heilen. Ja gut, mit dem Geld da stehen wir ganz gut da. Das ist schon mal sehr gut. Was haben wir hier? Oh, okay, wir wissen nicht, was dem fehlt. Ja gut, dann lassen wir den mal warten, bis wir weitere Diagnoseräume haben. Bist du das etwa? Nee, ich wollte schon sagen. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Wer ist denn jetzt derjenige, welcher? Wie, echt jetzt? Ich weiß nicht, was der aufgeblasen hat. Ach, das darf doch nicht wahr sein. Dann hoffe ich mal, dass ich schnell ans Kardiogramm komme. Klaue ich mal kurz, 1, 2, 3, 4, 5. Und ich drehe mal kurz an den Diagnosegeräten, dass sie mal möglichst schnell das Kardiogramm erforschen. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. Na, jetzt haben wir eine Schwester auf die Station, bitte. Ich hole meinen zweiten Chirurgen, so. Was haben wir jetzt? Neue Krankheit, aufgeblasene. Aha, sehr gut. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Sagt der Promi. Was für ein gut gehendes Krankenhaus. Vielen Dank, dass Sie mich hier eingeladen haben. Ihnen wurde ein Bonus in Höhe von 1200 gewährt. Ihr Ruf hat sich in der Öffentlichkeit hat sich gebessert. Schön! Und wir haben Cardio. Ja! So, dann fangt an zu laufen, ihr Narren. Doktor, bitte dringend in die Cardio-Abteilung. Ja,
lass mich doch erstmal die Cardio-Abteilung fertig bauen, dass ihr immer alle so ungeduldig sein müsst. Schrecklich. Ein Arzt in die Allgemeinmedizin. So. Bauen wir mal hier so drei Bänkchen hin. 1, 2, 3. Und wir stellen einen weiteren Arzt ein. Nehmen wir mal einen ganz normalen. Zack. Ach, zu viele Ärzte ist jetzt auch relativ, oder? Einige haben keine Arbeit. Er geht einfach hier rein, lungert hier rum. Anstatt er mal hier in die Allgemeinmedizin geht, wo Leute warten. Ja, alles andere wäre viel zu einfach, nicht wahr? Haben wir hier welche, die warten? Nein, gut. Ein Arm. Moment. Ich drehe hier mal wieder runter. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ja, schön drücken. Mein Gott. Immer diese realistischen Geräusche. Schrecklich. Also grundsätzlich ist das natürlich was Feines. In dem Zusammenhang würde ich aber auch nicht traurig sein, wenn die auf den Realismusfaktor ein wenig verzichten würden. So, da ich Cardio habe, packe ich ihn erstmal wieder in die Psychiatrie, falls er hier gebraucht wird. Haben wir schon einen Patienten mit spitzer Zunge? Nee, haben wir noch nicht. Komm, gucken wir zu, wie ihm der Kopf platzt. Puff! Hui. So ein Quatsch, ich liebe dieses Spiel einfach. Das ist so Trash, ein bisschen Trash-Humor, muss man sagen. Und sowas mag ich. So, heiße Rippchen. Ja, ich lasse ihn mal eine Weile warten. Vielleicht schaffe ich ja noch den OP zu erforschen, weil das ist, meine ich, auch etwas, was man mit einer OP behandelt. Jo. Heiße Rippchen. Ursachen. Sitzen auf heißem Stein. Symptome. Unangenehmes, warmes Gefühl im Brustkorb. Therapie. Die heißen Rippchen müssen von 2 Chirurgen entfernt und die Patienten in einem Fresspaket mitgegeben werden. Eine Schwester in die Pharmazie, bitte. Oh, ein Notfall. Jukus Popos. Medikament hat 100% Heilungschance. Och, das nehmen wir sowas von an. Ja, wisst ihr was? Komm. Lass ich den weiter forschen. Ganz kurz gucken, was der. Ja, sehr gut. Die Schwester ist noch bei voller Kondition. Das ist gut. Ich drehe mal kurz am Spieltempo. Moment, Moment. Die Schwester rennt mir gerade weg. Schätzelein, du bleibst mal bitte hier. Ja, ich schicke den mal lieber nach Hause, weil der soll mir jetzt auch nicht im Weg stehen, wenn ich jetzt hier die Notfallpatienten habe. Ah, Mist, okay, die rennen mir weg. Da muss ich eben meine weitere Schwester einstellen. Stellen wir doch mal sie ein. Zack. Das gönne ich mir jetzt einfach mal, die weitere Schwester. So, drehen wir kurz auf, damit der Notfall schnell vorbei ist. Trink, trink, trink. Nächster. Trink, trink, trink. Nächster. Trink, trink, trink. Nächster. Trink, trink, trink. Nächster. Ah, oh, das schaffen wir. Sehr gut. So, wir drehen wieder auf normal. Der Notfall ist vorüber. Oh yeah, Operationstisch. Jetzt habe ich ihn. Wo ist er? Da, okay. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Der braucht einiges an Platz. Ich weiß jetzt nicht, ob der hier noch hinpasst. Ja, der passt so gerade noch hin. Fantastisch. Und wir sind direkt am Jahresende. Da schauen wir uns doch mal die Wertung an. Ich bin Platz 7 bei der Verliererliste. Und bei der besten Liste bin ich weg. So, der Reichste, da bin ich Letzter. Das höchste Gehalt, da bin ich natürlich ganz weit vorne. Anzahl Heilung, 31. Ich rocke. Keinen einzigen Todesfall, schön. Alle Werte bin ich auch am besten und die meisten Besucher hatte ich auch. Was haben wir hier? Für den besten Ruf des letzten Jahres kriege ich 4000 Bargeld. Ich habe 27 Ruf gewonnen, weil mein Krankenhaus so schön sauber ist. Dann zwei... Was? Ah, sie werden mit der Auszeichnung des Regierungskabinetts für den höchsten Standard und den besten Ruf des Jahres geehrt. Mit 2000 Bargeld. Herzlichen Glückwunsch zur VIP-Trip-Auszeichnung. Sie haben sie bekommen, weil die hart arbeitenden Beamten jetzt auch von der Öffentlichkeit in einem besseren Licht gesehen werden. Schön, Ruf plus 18. Sie erhielten die Lebensauszeichnung aufgrund der 100%igen Überlebensrate in ihrem Krankenhaus. Boah, 10.000! Leckt mich doch am Zuckerli. So, was haben wir hier? Die Röntgentafel, den OP-Tisch, das Waschbecken. So, der OP-Tisch muss, glaube ich, repariert werden. Da kommt ein Feuerlöscher hin. Zack.
Heizung immer schön in die Wichtige Mitte. Durchsage. Patienten mit Jokus-Pokus treffen ein. Stimmt doch gar nicht. Eine Schwester auf die Station, bitte. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Doktor in die Psychiatrie, bitte. So, OP. In diesem sehr wichtigen Raum werden eine Vielzahl von Krankheiten behandelt. Der OP sollte ausreichend groß und mit entsprechenden Geräten ausgestattet sein. Er ist ein wichtiger Bestandteil Ihres Krankenhauses. Der OP benötigt 2 Chirurgen. So, da nochmal die Bewertung für gerade. Wir haben alle geheilt. Wunderbar. 1, 2, 3 Bänke und ein Getränkeautomat. Es soll ja keiner verdursten, nicht wahr? So, wo hatten wir denn den Chirurgen? Mir war doch so, als hätten wir einen. Hier, glaube ich, ne? Der war das? Ja, da ist er. Warten wir, bis er mit der Diagnose fertig ist. Dann stecken wir den schon mal in den OP. Hatten wir nicht noch einen? Ja, er hier. Oh, da kommt sowas von in den OP. Herr Doktor, machen Sie sich schon einmal frisch. Das sind ja auch gut, die Chirurgen, die müssen sich nämlich umziehen. Zack. So. 54% Chance. Ich glaube, wir kommen nicht an weitere Diagnoseräume. Obwohl, Moment, ich schau mal ganz kurz. Doch, es gibt noch Diagnosegeräte zu erforschen. Sehr schön. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Nee, ich gönne mir doch keinen weiteren Arzt. Oh, Mist, die stehen alle bei der Psychiatrie an und keiner sagt mir was. Wo ist denn hier mein Psychodoc? So, dann bleibst du doch mal lieber hier. Ich würde sagen, ich lasse den jetzt dauerhaft drin. Ist, glaube ich, besser. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. 2 Chirurgen in den OP, bitte. Oh ja, jetzt geht's los. Welche OP holst du hin? Oh, Florian Gänseblümchen, Leiter der Freiheitsbewegung für Topfpflanzen, hat den Wunsch geäußert, ihr Krankenhaus zu besuchen. Ja, dann komm doch mal vorbei. 2 Chirurgen in den OP, bitte. Moment, wo ist mein anderer? Ich hatte doch 2. Ja, du gammelst hier in der Entlüftungsanlage rum. Genau. So, 6 Leute mit Saumagen. Nehme ich. Sehr gut, meine Powerschwester, die hier am schnellsten ist, die ist da. Das finde ich gut. Machen wir auch noch mehr. Drehen kurz ein Tempo. Ja gut, der Patient ist jetzt gegangen. Sei es dran. So, rein. 1. Was haben wir hier? Ah, Schmalschimmer. Ach, ich versuch's mal. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Oh, das wird jetzt wichtige Durchsage. Patienten mit Saumagen. Wir entschuldigen uns für den Müll. Sind richtig eng? Komm. Ein Arzt in die Entlüftungsanlage, bitte. Juhu. Ein Arzt bitte zur allgemeinen Diagnose. Hey, wo ist denn jetzt der andere Chirurg wieder abgeblieben? Verdammt nochmal. Einer ist da. Oh, Junge. Bleib doch mal hier im OP, Mensch. 2 Chirurgen in den OP, bitte. Seid ihr jetzt mal so weit, dass ihr beide da bleibt? Was soll das denn? Wir entschuldigen uns für den Müll. So, alle gerettet, wunderbar. Wir entschuldigen uns für den Müll. Ey, warum zieht er sich sofort immer um? Was soll das? Ah, ich glaube, ich weiß warum. Der ist bestimmt zu müde. Deswegen machen wir das jetzt erstmal so. So, jetzt wird nämlich der erste endlich mal behandelt. Gucken wir doch mal bei der Operation zu. Oh, man sieht hier einen Popo. So, dann legen Sie sich mal hin. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Schön zunähen. Ganz wichtig. Eine Schwester auf die Station, bitte. Und fertig, jetzt kann sich wieder umziehen. Wunderbar. Doktor, bitte dringend in die Kardioabteilung. Operationstisch wurde verbessert. Das hört man natürlich auch gerne. So, hier nach. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. Kardioabteilung mal repariert werden. Ah, ich glaube, jetzt habe ich wieder eine zu viel. Ich gucke mal kurz. Ich werde mal eine entlassen. Sorry, aber wir müssen Geld sparen. So, wer ist denn die Dümmste? Du bist die Dümmste. Komm, wir warten, bis du den Patienten noch behandelt hast. Und dann schmeißen wir dich raus. Und du bist weg.
Doktor in die Psychiatrie, bitte. Läuft doch eigentlich ganz gut. Wir schauen mal, wie weit wir bei den Zielen sind. Oh, wir haben es ja schon fast. Cool. Noch 3 Patienten heilen. Ja, ich brauche noch ein bisschen mehr Wert. Ey, unglaublich. Ich hatte jetzt schon so lange die Zungenabteilung erforscht und immer noch keinen Patienten gehabt, den ich damit behandeln sollte. Krass. Jetzt brauche ich einfach mal den Raum trotzdem, um meinen Wert zu erhöhen. Ich hoffe zumindest, dass den Wert erhöht sollte, aber eigentlich... In die Entlüftungsanlage, bitte. Eine Schwester in die Pharmatheke, bitte. 1, 2 und 3. Dann noch ein Getränkeautomat hin. Ah, habe ich da jetzt gerade richtig gesehen, dass er hier mit Zunge rumläuft? Also mit einer zu langen? Ja, da haben wir endlich mal einen. Wenn man vom Teufel spricht, nicht wahr? Ein Arzt zur allgemeinen Diagnose. Alles das gerade finden kann. Na, ich weiß gerade nicht. Doktor in die Psychiatrie, bitte. Wie viel haben wir? 61. So, von der Heilung erreicht es, aber ich habe noch nicht den nötigen Krankenhauswert. Schade, schade. Uiuiui, Spitzfähigkeit 27%. Ach komm, wisst ihr was? Machen wir. Ein Arzt bitte in die Spitzzungen ab. Ich kaufe mir jetzt einfach mal einen weiteren Teil, denn da dürft ihr eigentlich genug Wert haben. Theoretisch, ich weiß nicht, ob der Anbau selber zählt. Ja, er scheint zu zählen. Sehr gut. Nein, da wollte ich nicht hin. 58%, dass er Schmalstimme hat. Nehmen wir doch mal die Chance wahr. Oh, ein Notfall. Und wir haben jetzt den richtigen Notfall entdeckt. So, hallo Kopfgebu. Hervorragend. Sie haben Ihr Krankenhaus fantastisch geleitet. Das Gesundheitsministerium möchte wissen, ob Sie auf der Karriereleiter eine Stufe nach oben klettern wollen. Es wird ein größeres Projekt sein, aber wir glauben, dass Sie genau der Richtige für diesen Job sind. Sie bekommen 15.572. Denken Sie darüber nach. Sind Sie an einer Stelle im Urmelstadt am Meer Krankenhaus interessiert? Und ob ich das bin? Sehr gut, somit rücken wir ein Feld weiter nach vorne. Wir haben es geschafft und ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wäre super, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüssikowski.